10 Jahre mein Testgelände. Ein Gespräch mit Dr. Katharina Greschuk, der Referatsleiterin des fördernden Referats 415 im BMFSFJ. Das ist immer, das eine F, das rutscht immer so weg. Und ein Gespräch mit Michael Meurer und Katrin Schröter-Hüttich als Vorstände der BAGs Jungsternchenarbeit e.V. und Mädchensternchenpolitik e.V. und mit Doktorin Claudia Wallner, Projektleitung Mein Testgelände. Und wir sprechen über Jugendpartizipation als Instrument zur Gleichstellung junger Menschen. Wir können ja hier so ein bisschen rüberrücken oder genau, dass wir uns schön verteilen. Ja, ich würde direkt einfach mal die erste Frage an euch hier in der Mitte richten. Seit 10 Jahren tragen die BAGs Jungsternchenarbeit und die Mädchensternchenpolitik nun das Projekt Mein Testgelände. Und da ist die Frage, was hat als Interessenverbände von Organisationen und Fachkräften der Geschlechterpädagogik, also was hat die BAGs als Interessenverbände von Organisationen und Fachkräfte der Geschlechterpädagogik bewogen, ein Projekt der Jugendpartizipation aufzubauen und zu tragen? Eine lange Frage. Das gerne an euch. Ja, also, ach so, Mikros. Ah, hier ist eins. Da ist auch noch eins. Eine einfache Frage, schwierige Antwort. So. Seit über fast 30 Jahren mache ich sozusagen eine strukturierte Jungen- und Männerarbeit. Und als ich begonnen habe, war das ganz klar, dass ich nicht zu Kosten oder auf Lasten von Mädchen- und Frauenarbeit das machen möchte, sondern in Zusammenarbeit. Und das war auch der Anfangspunkt, sofort zu starten. Ich möchte gerne mit den Frauen zusammenarbeiten. Und in dem Wissen darum, wenn ich in einem gemeinsamen Projekt arbeite, ist was anderes, als wenn wir zusammen diskutieren, politisch gesehen. Und das war sozusagen auch mein Startpunkt. Gemeinsam arbeiten, gemeinsame Konflikte austragen. Und nach 10 Jahren kann ich sagen, es ist erfolgreich zusammengelaufen. Da darf man ruhig applaudieren. Ja, die Begründung ist eigentlich ganz einfach. Der ganze Tag drehte sich so ein bisschen darum, ne? Um Geschlechterstereotype, um Anforderungen, die an Mädchen, Jungen und an Kinder und Jugendliche gemacht werden und damit sozusagen in der Sozialisation, also im Heranwachsen klarzukommen. Und da junge Menschen zu begleiten, das macht halt Mädchen-Jungen-Arbeit und auch queere Kinder- und Jugendhilfe, die ist jetzt hier sozusagen als Verband nicht vertreten, aber wir arbeiten da in enger Kooperation zusammen. Und deswegen war es uns natürlich auch wichtig, dieses Projekt umzusetzen, also zu schauen, also partizipativ, ne, als Grundprinzip der Mädchenarbeit, auch wenn man so möchte, Kinder und Jugendliche zu Wort kommen zu lassen zum Thema Geschlecht oder zum Thema Diskriminierung, also wenn es um andere Positionen, also aus der geschlechtlichen Positionierung geht. Das war uns wichtig und letztendlich kann man dann sagen, in gemeinsamer Kooperation war dann mein Testgelände sowas wie eine Umsetzung auf der bundesweiten Ebene. Also das erste Mal, wo wir als BAGs, das zweite, wenn man ganz ehrlich ist, gab es noch Fair Play, ein Projekt vorher, aber dann mit meinem Testgelände und dann der späteren Entwicklung das erste bundesweite Projekt, wo man sagen kann, hier passiert geschlechterreflektierende Arbeit und zwar mit intersektionalen Perspektiven. Und wir als BAG haben natürlich auch viel davon, weil die aktuellen Diskurse greift mein Testgelände immer auf. Ne? Da geht es um Corona, zum Beispiel Auseinandersetzung von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit. Und das machen wir auch in unserer Bildungsarbeit. Ne? Zur psychischen Gesundheit von Mädchen jetzt gerade zur Zeit hatten wir in Mannheim einen Fachtag. Genau. Und so fließt das eigentlich ineinander. Das wäre nämlich Bildungsarbeit. Auch direkt eine Frage nämlich gewesen, wie das also auch eure Arbeit inspiriert oder auch bereichert. Ja, genau, aber hast du also, ja eigentlich, genau, hat dementsprechend schon beantwortet. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Sie, Frau Greschuk. Aus Ihrem Referat wird ja das Projekt Mein Testgelände seit 10 Jahren mittlerweile gefördert, was richtig toll ist, also einfach auch schon so lange so ein Projekt zu fördern. Und da wäre jetzt einfach die Frage, warum Ihr Referat so ein Projekt wie Mein Testgelände fördert und auch welche Beiträge zur Gleichstellung dieses Projekt für Ihre Arbeit leistet. Ja, das ist wirklich lang. Wir haben noch längere oder ältere Projekte, die laufen. Da kann ich auch gleich so einen Bogen spannen. Das sind zum Beispiel Girls Day, Boys Day. Mhm. Also Boys Day ist etwa gleich alt. Und da kommen wir auch her. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das Referat 415, ist jetzt 415, zur damaligen Zeit wäre das, glaube ich, 406 oder so.
Aber das war, hat sich mit Geschlechterstereotypen befasst. Und ein großes Projekt war eben der Girls' Day, wo es ja darum geht, die Berufswahl aufzubrechen, die Stereotype. Aber da haben wir dann relativ schnell gemerkt, wir müssen auch nicht nur die Mädchen gucken, wo die hingehören, sondern eben auch die Jungen. Und da kommen wir her, da sind wir, damals meine Vorgängerin Frau Icken, hat sich dann über den Jungenbeirat mit dem Thema angenähert. Und da ist wirklich dann, kam die Rückmeldung der Jungen, wir brauchen einen eigenen Raum, um uns mit Gleichstellung, mit Geschlechter, Stereotypen auseinandersetzen zu können. Und daher kam das. Und ich fand das heute ganz schön, in dem Einspieler vor der Pause, da sind ja, Almania war da ja auch bei, und die haben ja diesen schönen Bogen gespannt zwischen Girls' Day, Boys' Day und eben diesen unterschiedlichen Berufswahl, Richtungen und was das mit den Jugendlichen macht. Und das war für uns ein Zugang, also sozusagen, wir wollen etwas für die Wirtschaft machen oder für den Arbeitsmarkt machen, den aufbrechen, es den jungen Leuten leichter machen. Aber dass so viel daraus entstanden ist und dass sich, also dass die Möglichkeit besteht, für die Jugendlichen sich ganz frei diesen Themen zu widmen und auch ganz offen zu sein, auch aus sich heraus Sachen anzusprechen, die auch gar nicht einfach sind, das hätte man, glaube ich, am Anfang gar nicht so gedacht, wie sich das entwickelt. Und da sieht man auch, dass eben Gleichstellung nicht immer nur in diese Arbeitsmarkt-Wirtschaftsrichtung geht, sondern es geht in die gesamte Gesellschaft rein. Und man sieht auch, wie wichtig das eben für Fachkräfte ist, einfach das mitzubekommen, wie es weitergeht. Und hätten Sie da auch noch mal so vielleicht ein Beispiel, wie das auch sozusagen im Referat funktioniert, dass jetzt auch sozusagen dieses Format Sie in irgendeiner Form bereichert? Also was Sie da so rausnehmen können für Ihre Arbeit? Vielleicht antworte ich anders. Frau Wallner musste mich mal ganz am Anfang, als ich ins Referat gekommen bin, so ein bisschen, zurecht weisen, sage ich mal ganz vorsichtig. Gar nicht meine Art. als es darum ging, von meinem Testgelände etwas, einzufordern von den Jugendlichen, dass die sich mal was überlegen zu einem bestimmten Thema. Und da hat sie sehr stark und damals noch mit Herrn Drogan-Struth vehement wirklich dafür gepocht, nee, die Jugendlichen machen das von selbst und die entscheiden selber, was die Themen sind. Und das war für mich und für das ganze Referat ein ganz entscheidender Punkt, der zwar immer irgendwie mitgelaufen ist, also das wusste man irgendwie, aber da ist es ganz klar nochmal kommuniziert worden und das nutzen wir für uns. Also mein Testgelände ist für mich der Barometer, wo ich etwas über die Jugendlichen mitbekomme, was wirklich wichtig ist. Und das merkt man eben auch an den Texten und an den ganzen, Produkten am Ende, die daraus entstehen, die sind up to date. Und das ist etwas extrem Wertvolles für uns. Und ich benutze das sehr oft, auch in Argumenten, wenn ich mit der Leitung spreche oder in internen Kreisen, dass ich sage, nee, aber die Jugendlichen ticken anders. Das wisst ihr nur nicht, das weiß ich auch nicht. Aber guckt euch die Seiten an, was gerade in ist und was in ist oder was einen gerade beschäftigt. Und ich gehe auch davon aus, dass in der nächsten Zeit auch wieder mehr zur Migration oder auch zu Konflikten, Juden, Palästinenser, solche Sachen jetzt auch wieder mehr auf mein Testgelände Thema sein wird, weil das eben gerade die Menschen beschäftigt. Und das ist wirklich für uns sehr, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Dankeschön. Ja, du wurdest gerade schon genannt. Die nächste Frage geht direkt an dich. Du leitest ja das Projekt seit Anbeginn. Und da wäre die Frage, was ist das Konzept von Jugendpartizipation, das mein Testgelände zugrunde liegt? Habe ich noch ein bisschen auf meinem Stuhl gesessen und mir dieses Wort Partizipation nochmal so durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, eigentlich ist es nicht das richtige Wort für das Projekt, weil da ist auch schon wieder so eine Hierarchie drin. Ne? Mhm. Also wir Fachkräfte, wir GeldgeberInnen, wir ermöglichen irgendjemand irgendwas zu tun, aber das
das Testgelände ist so nicht. Also alles, was wir tun, ist eine Plattform zur Verfügung zu stellen und junge Menschen anzusprechen, ob sie Lust haben darauf, auf dieser Plattform sich zu zeigen mit ihren Themen und damit anderen Jugendlichen und anderen jungen Erwachsenen einfach auch Botschaften mitzugeben oder einfach das Gefühl zu haben, wenn sie es lesen, dass es ihnen auch so geht oder dass sie nicht so alleine sind oder einzeln sind mit ihren Themen. Und insofern ist es, glaube ich, viel mehr als Partizipation. Es ist wirklich dieses, das Konzept, was wir haben, ist diese Plattform dahinzustellen und zu sagen, ihr könnt kommen und das, was ihr zu berichten habt, das berichtet uns bitte, das gebt uns. Ich glaube, so Schwerpunkte, die da wichtig sind, ist auch, dass die Jugendlichen sich aussuchen können, ob sie mit einem selbstgewählten Namen da auftreten, ob sie ihr eigenes Bild zeigen, ob sie kein Bild zeigen, ob sie sich einen anderen Namen aussuchen oder einfach eine Blume fotografieren und sich gar nicht nennen. Das können sie alles machen. Wir haben auch einen Kanal, der heißt Anonymous, da können sie dann auch ganz anonym. Und das nutzen die auch ganz unterschiedlich. Manche wollen sich sehr gerne zeigen und sind sehr stolz, dass sie einen eigenen Kanal haben. Andere wollen einfach gerne was von sich mitteilen, aber wollen nicht damit sichtbar werden als Person. Und so funktioniert das. Und ich glaube, dass wir, also wir haben in den ersten Jahren wirklich einen sehr langen Atem haben müssen, weil es war halt eine vom Ministerium gewünschte Plattform für junge Menschen zu Geschlechterfragen. Die haben nicht danach gefragt, ob sie sowas haben können. Und wir haben viele Jahre, sind wir durch das Netz geschwommen und haben Jugendliche gesucht oder haben sie auch gefunden, weil sie gerade in dem Jugendzentrum aufgetreten sind, wie Sir Mantis damals in Braunschweig. Also überall sind wir so rum und haben versucht, irgendwie junge Leute zu finden. Und wir haben den langen Atem auch gebraucht. Das hat schon viele Jahre gedauert, wo wir in den Jahren schon viel auch auf Jugendarbeit zugegangen sind, auf Jugendliche zugegangen sind. Und das heißt natürlich auch, wir erreichen natürlich auch keinen Durchschnitt, also, ne, sondern wir erreichen die, für die Kultur auch ein Instrument ist oder ein Organ ist, sich zu äußern und für die das Netz einfach auch ein Ort ist, ein guter Ort ist, um sich zu zeigen, wie auch immer. So, also wir können nicht alle erreichen. Aber ich glaube, dass dieses Konzept, das auszuhalten, das ist in den ersten Jahren, hatten wir nicht viel auf Halde liegen an Beiträgen. Es waren immer so, gerade für die nächste Woche waren dann noch wieder die zwei Beiträge da. So, da haben wir schon ganz schön abgewartet. Aber das war das Konzept, abzuwarten und zu sagen, die Jugendlichen müssen kommen. Und jetzt so seit 2-3 Jahren ist es so, dass die wirklich uns anschreiben über unsere Mailadresse auf der Testgeländeseite und einfach sagen, wir wollen dabei sein. So. Und da geht das Konzept einfach auf. Und ich finde, es ist nochmal was anderes als Partizipation, sondern sie begreifen das inzwischen als ihre Plattform und wir sind diejenigen, die im Grunde die Technik und die Organisation zur Verfügung stellen, um das zu ihrer Plattform zu machen. Und wir haben immer mehr auch junge Leute, die es tatsächlich kennen und lesen und nutzen. Und das ist im Grunde die Idee auch dahinter, dass wir eine Plattform zur Verfügung stellen wollen, wo junge Menschen einfach ihr Wort in dem, wie es ist. Und deswegen ist uns zum Beispiel auch so wichtig, dass wir nicht eingreifen in irgendwas. Wir greifen weder in die Produkte ein, noch greifen wir in die Themen ein, sondern das, was kommt, das kommt. Und man sieht dann auf der Seite eben auch ganz schön, wir haben ja diese inhaltlichen Texte, zu welchen Themen, wie viele Texte oder wie viele Angebote wir haben auf der Seite. Daran kann man immer ganz gut sehen, was jetzt gerade Schwerpunkt ist, welche Themen gerade so diskutiert werden. Ja, und das ist im Grunde das Konzept, was dahinter steht. Ich habe mich gerade gefragt, ob du schon eine alternative Idee hättest für Jugendpartizipation, also für den Begriff, ob du sagst, vielleicht, also, oder ich bringe das mal hier in den Raum, jemand eine Idee, was ein anderes Wort sein könnte, weil jetzt gerade, wenn du es so sagst, Partizipation, ja, klingt halt schon sehr hierarchisch. Oder vielleicht, wir können das sonst ja auch vielleicht mit ins Publikum geben und vielleicht denken wir den restlichen Fachtag so nebenbei im Hinterkopf ein bisschen drüber nach und vielleicht fällt Ihnen ja irgendwie am Ende des Tages ein Wort dazu ein. Das ist ja, also auch jetzt noch mal eine Frage an Sie. Es ist ja die Fachkräfteseite, jetzt muss ich noch mal kurz den Namen angucken, Geschlechtersensible Pädagogik, genau, ist ja vor 2 Jahren entstanden und das ja auch aus ehrenamtlichen Strukturen, was ich immer noch total wahnsinnig finde. Wie gelingt es Ihnen überhaupt, so ein umfassendes Projekt zu halten beziehungsweise auch zu tragen? Ganz einfach, indem man entsprechende Fachkräfte hat, die das machen. Oh, ganz platt. Also die Frage war ja unter anderem, wie organisieren wir uns natürlich mit Verdichtung von Freizeit oder Arbeitszeit.
Also wenn andere ihre Füße auf die berühmte Couch legen und gucken, was das Fernsehen so bringt, müssen wir halt dann eine Sitzung machen oder solange es gut läuft, ist es auch relativ einfach. Aber sobald Probleme auftauchen, das taucht in jeder Gruppe irgendwann Probleme auf, fängt man an zu arbeiten. Wie sind die Finanzen, wo kommt was her, warum, weshalb? So entsteht es dann an dem Punkt. Und das war natürlich dann so ein fachliches Bedürfnis zu sagen. Also wir gucken ja auch immer fachlich drauf. Und das war dann so ein Punkt, das mit zu unterstützen, einen Raum zu schaffen. Ja, ich hatte vorhin, hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem kurz draußen vor der Tür, auch darüber, wie wichtig das ja eigentlich auch ist, noch mehr Fachwissen zu bekommen. Aber gleichzeitig haben wir auch so ein bisschen die Problematik aufgedeckt, dass es doch eigentlich auch wieder schade ist, dass es wieder PädagogInnen und Fachkräfte selbst sind, die sich motivieren. Und wir hatten ja vorhin auch mit Sven Lehmann ja auch so ein bisschen das Gespräch, dass es doch vielleicht auch schön wäre, wenn es da nochmal mehr auf der politischen Ebene eine Grundlage gäbe, sodass genau, da vielleicht ein bisschen weniger Arbeit anfällt. Eine gute Pädagogik zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir gute Fragen stellen und nicht die Fragen beantworten. Also wenn ich genügend weiß, und das habe ich immer gelernt, kann ich auch Fragen stellen, ohne gleich die Antwort mitzudenken. Also keine Osterhasenpädagogik, sondern eben halt die Fragen stellen. Ja, okay. Und da kann ich anschließen, eine gute Pädagogin, glaube ich, zeichnet sich auch ein, also gerade im sozialen Bereich, dass wir natürlich auch politisch sind, dass wir gesellschaftskritisch sind und das sind die Ansätze geschlechterreflektierender Arbeit und ich freue mich eigentlich über den Tag, ne, weil am ganzen Tag war so ein bisschen, ja, es geht ums Ehrenamt, das hat schon meine KollegInnen hier vorne zum Grußwort gesagt, dass es alles zusätzlich ist. Und es ist halt häufig so, dass Jugendarbeit, Jugendpolitik prekär ist in den Strukturen, gerade in den neuen Bundesländern, wo ich ja verortet bin. Und da freue ich mich auch, dass mein Testgelände immer sehr aktiv war, sozusagen, um das nicht auszublenden, weil das häufig passiert. Und ich freue mich natürlich, wenn eine Bundesministerin kommt und sagt, Jugendrechte müssen verbessert werden. So, dann denke ich mir so, ja, da hat sie recht, bin ich auch dafür. Und ich denke, dass gerade die Talkrunde danach uns auch gut gezeigt hat, dass es, und vielen Dank an die Autorinnenschaft dafür, dass ihr eure Gedanken und eure Erfahrungen teilt, dass es da mehr Struktur braucht. Und der Herr Lehmann sagte, ja gut, Transidentität ist nicht in der Gesellschaft angekommen als Begriff und vielleicht wissen es auch nicht alle, das wissen wir auch, nicht jede Pädagogin im ländlichen Raum, jede Verwaltungskraft im Jugendamt kennt die Bedarfe und da ist es ja total wichtig anzusetzen und ich leite rüber zu Frau Professorin Lemke, die dann ganz deutlich gesagt hat, was es da braucht. Wenn wir jetzt sagen, dass Tinkinder und Jugendliche jetzt einen Rechtsbegriff haben, dann sagen wir damit auch gleichzeitig, es ist strukturell bedingt gefordert. Und das heißt eigentlich für uns auch das, also in unserer Kooperation, dass wir natürlich auch immerhin weiter das fordern, was wir von Beginn an gefordert haben, eine Fachstelle für geschlechterreflektierende Arbeit auf der Bundesebene. Natürlich kann man sagen, Bildung zum Beispiel, Schule ist Ländersache, aber es gibt auch Kinder- und Jugendhilfe, die wiederum ja im Bund verankert ist und die hier auch Aspekte und Perspektiven setzt und da braucht es einfach eine Struktur, weil einfach zu sagen, da es auf den Ländern zu belassen, ne, alle Länder machen jetzt nach dem KSJG Ausführungsgesetze zum Kinder-Jugendstärkungsgesetz, aber auch da braucht es ja Rückhalt im Bund, weil nicht in jedem Bundesland gibt es starke Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe oder einer geschlechterreflektierenden Arbeit. Daher fordern wir eine Fachstelle. Die Forderung ist da, ja. Noch einen kleinen Nachsatz dazu. Die Chance besteht ja, da wir eine Bundesarbeitsgemeinschaft sind, oder Bundesarbeitsgemeinschaften, wir sind immer gut in die Länder vernetzt, also nicht in alle, aber in viele. Und dann, wenn man hier etwas entwickelt und klar macht, dann kann man sofort in die Fläche damit gehen. Und das ist eigentlich die Stärke einer Bundesarbeitsgemeinschaft. Das ist auch nochmal vielleicht gut zu wissen für die, die es vielleicht noch nicht wussten. Ich würde gerne noch, dass wir auch mit dem Bundesverband Trans und mit anderen Bundesverbänden, mit queeren Bundesverbänden zusammenarbeiten. Ich möchte nur, weil sie heute nicht hier stehen, sie trotzdem gerne erwähnen. Okay, danke. Ja. Ein Applaus ist immer gewünscht. Sie hatten das ja vorhin, Frau Greschuk, Sie hatten das ja schon vorhin einmal so ein bisschen erwähnt, dass Sie das auch inspirierend finden, auch mit den Beiträgen. Können Sie denn da für sich, also für Ihre Arbeit auch irgendwelche Ziele aus den Beiträgen von den AutorInnen rausziehen? Ja, Ziele. Also ich glaube,
zum einen die Themen. Was sind die relevanten Themen bei den Gleichstellungsfragen, sage ich mal. Und man merkt da wirklich, dass sich diese Entwicklung, vielleicht auch eben durch das Selbstbestimmungsgesetz, was gerade sozusagen im Anlaufen ist, dass sich die Themen dadurch ja auch ändern. Ne? Also das ist so ein bisschen so ein selbsterfüllender Effekt auch, also es spiegelt auch eben alles wider, was gerade in der Gesellschaft passiert oder auch in der Politik. Dadurch können wir lernen, aber wir lernen auch anderes. Also zum Beispiel diese Fachkräfteseite ist ja auch dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, es passiert so viel und es ist so viel Wissen durch mein Testgelände einfach da. Und das muss gehoben werden, das muss genutzt werden, das muss in die Breite und das muss für die Fachkräfte handhabbar gemacht werden, um eben eine Reichweite zu erzielen. Das ist immer das, was wir als Bundesministerium verpflichtend auch haben, wenn wir fördern, dann muss es irgendeinen Sinn ergeben für das ganze Bundesgebiet. Das ist ein Modellprojekt, kann man im Endeffekt sagen. Es ist jetzt kein richtiges, da gibt es so besondere Anforderungen, aber es soll ausstrahlen auf das Bundesgebiet. Das kriegen wir natürlich über die Fachkräfte hin, über Multiplikatoren. Und da finde ich es halt wirklich auch toll, wenn dann Teilnehmerinnen von meinen Testkillen dann später selbst in diese Jugendarbeit mit einsteigen. Und also das finde ich dann nochmal noch authentischer am Ende. Ja? Also die Jugendlichen haben das dann für sich übernommen und leben danach und geben es weiter, sind Multiplikatoren geworden. Also da merken wir halt eben auch, dass es der richtige Weg ist. Und da sind wir natürlich gerade dran, eben an diesen Fachkräfte oder diesen Wissen für Fachkräfte zu heben. Und das ist natürlich auch ein Weg, an dem wir weiterarbeiten werden. Dankeschön. Ja, unsere Gesprächszeit ist vorbei. Ich versuche mich nämlich diesmal jetzt wirklich an die Zeit zu halten, falls Leute noch einen Zug erwischen müssen. Vielen, vielen Dank für diese schöne Gesprächsrunde. Nochmal einen abschließenden Applaus an Sie. Applaus